Hier wieder beim Quani und bei Blood Bowl. Ja, unser Nutbull Chaos Squad ist wieder bereit zum Match. Und wir haben null Geld für Erweiterung. Aber wie immer gibt es Training vor dem Spiel. Und wie immer geht das Training an Backfisch. Ah, sie kann schon wieder nicht anfangen. Tja, das ist, wenn man sie mal viel zu viel trainiert, kann sie nicht mitmachen. Schlecht, schlecht. Und wer, der Mischka hat auch noch minus 1 auf Bewegung bekommen vom Gegner. Oh weh, oh weh. Was haben wir denn hier sonst noch schlechter? Der hat mehr Rüstung, einer der Gegner. Die Wolfenburg-Diggers sind wieder gegen uns hier. Als okay, Match beginnt. Wir sind vom Team her, Rating her stärker. Und mal sehen, ob sich das auswirkt. Das letzte Mal, schon eine Weile her, seit ich hier das letzte Mal aufgenommen habe. Und es sind auch nur noch 3 Tage. Ich nehme hier am Samstag den 19. auf. Noch 3 Tage, dann kommt Blood Bowl 2. Und dann würde ich dieses Let's Play hier abschließen, auch wenn die Kampagne noch lange nicht zu Ende gespielt ist. Und auf Blood Bowl 2 rüber switchen erstmal. Es sei denn, mir gefällt das dann komplett nicht. Ja, ja. Gut. So, haben wir jetzt hier so eine schön aggressive Aufstellung. Der Beru hier fähig, hier in beide Richtungen wegzulaufen. Hier unsere Tiermenschen am Rand. Okay, na, den Mischka nehmen wir vielleicht mal nach innen. Weil wenn ich den hier außen verliere, wäre es, glaube ich, ein bisschen blöd. Durch die Werwölfe. Der Beanie müsste eigentlich vorne an die Line, aber dadurch, da wir ja jetzt hier den, wo ist er? Hier den Cartman haben, hat der Beanie die große Möglichkeit, nicht mehr an die Line zu müssen. Wenn wir jetzt 3 Chaoskrieger da haben. Okay, und los geht's. 3, 2, 1. Blitzaktion. Oh, super, wir können anfangen. Vor dem eigentlichen Spiel, der Ball geht da ganz da hinten. So, was ist am gefährlichsten beim Gegner? Wir gucken mal. Das ist nur ein 0815 Ghoul, ein 0815 Verfluchter. Der hat Ball entreißen und blocken, das ist ziemlich fies. Der hat blocken bekommen. Okay. Der hier ist auch nur 0815. Okay. Haben wir hier einen Knochenbrecher in der Gegend? Ja. Das heißt, wir versuchen mal den Werwolf hier wegzublitzen. So, sehr schön. Ach, leider hat es nicht geklappt. Dann wollen wir den Ghoul mal ein bisschen festsetzen hier. Und schicken hier mal jemanden zur Unterstützung. Der arme Cartman direkt im ersten Spiel gegen den Zombie, der auch noch Tackle hat. Ganz schön fies. So, den Beru lassen wir mal hinten, falls hier gleich einer durchbricht, was relativ wahrscheinlich ist. Immerhin haben wir schon mal den Werwolf. Naja, hätten wir auch aus dem Spiel nehmen können. Mischka hat das schon mal besser gemacht. Wäre auch gleichbedeutend gewesen mit einem neuen Aufstieg. Also wenn der Mischka heute einen wegkloppt, dann läuft's. So, der Ball wird noch... Der Werwolf hat es nicht geschafft, den Ball aufzuheben. Dadurch ist der Ball rausgesprungen und wieder hier nach vorne gegangen. Ja, ja, so meinst das manchmal. So, Cartman, zeig mal, was du kannst und hau den Zombie um. Sehr gut. Bam. So. So.
Und dann hauen wir jetzt den Zombie um. Sehr schön. Ah, die erste Verletzung, mein Gegner. Sehr schön. Wer was? Der Max Monster. Ja, der ist inzwischen auch ein ziemliches Tier geworden. Gut, dann haben wir hier den Ghoul. Ja gut, das hat jetzt nicht so super geklappt. Wir rücken noch nicht nach. Wir wollen, dass der frei ist hier. So. Hier haben wir nur Einser-Blocks. Wir stellen den guten Beru auch mal neben den Ball. So. Hier kommt mal jemand zur Unterstützung für den Umbrin, weil wir wissen ja alle, der Umbrin kann nicht besonders gut blocken. Aber der Fleischgolem hat keinen Blocken. Sehr gut. Das heißt auch einer... So, doppelt go for it. Damit wir noch einen dritten neben dem Ball haben, dem Eloridas. Komm, 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 komm. Ja, sehr gut, sehr gut. Und dann gehen wir hier oben lang mit dem Beanie. Und dann kann der Ngai hier den anderen Fleischgolem mal verprügeln. Oh, das hat ja schon fast umrühren Ausmaße hier. Nochmal und... Bam. So. Ich versuche einfach mal jetzt mit dem Zu den Ball zu holen. Ja, war klar, dass der das nicht schafft. Der ist nicht so agil, der Zu. Ist ja auch Raucher, ne? Gut, dass ich noch keine Niederlage gehabt habe. So, der Ghoul hier ist natürlich jetzt in Touchdown-Stellung hier. Hier wird jetzt geblitzt. Au! Der Eloridas ist K.O. Und der Beru ist auch gestunt. Au, ja, das ist nicht so gut, die Runde jetzt hier. Wir sind umzingelt. Immerhin, der Werwolf legt sich aufs Maul, als er raus sprinten möchte. So, wir haben zwei Leute, die am Ball stehen, die wir wegkriegen müssen. Erstmal haut der Cartman den Ghoul, weil der ist doof. Ah, okay, der hat aber leider Ausweichen. Da hat der Cartman nicht mit gerechnet. So, der ist frei. Vielleicht hätte ich zuerst mit dem Zu hier hochgehen. Komm, Zu, ich weiß, du bist Raucher, aber du musst nach oben ausweichen. Ja, sehr schön. Dann können wir nämlich mit dem Mischka den Typen hier hauen. Oh. Ja, und aus dem Spielfeld. Sehr gut. Oh, da haben wir schon wieder Leute, die mich wichtig finden. Ja, interessant, interessant. Nord. So. Jetzt brauchen wir den weg und den weg. Das heißt, wir laufen jetzt mal mit dem Ratch hier gegen Werwolf. So, den kriegen wir jetzt noch relativ schlecht weg. Wir haben wieder zwei Leute am Ball, allerdings neben den Werwölfen, die ziemlich gefährlich sind. Wir fangen erstmal hier weiter an. Hauen hier die Golems wieder um. So, dann ist der nämlich frei, der gute Beanie. Und kann mal versuchen... Ah, wir haben schon einen Blitz gemacht. Unterstützt er hier. Oben. Den Ball aufnehmen ist für Beanie, glaube ich, nicht möglich. So, und so gern ich Plastiklöffel hier gegen die Fleischgolems hätte, hier muss ein bisschen verhindert werden, dass die Leute zum Ball laufen. Und dann versuch mal den Einser-Block gegen den. Jawohl, super. Sogar aus dem Spiel. Perfekt gelaufen. Perfekt gelaufen, perfekt gelaufen. Ja, der Beru darf leider nicht aufstehen. Das heißt, unser Spielzug ist schon am Ende. Die Werwölfe sind schon aufgestanden. Gott sei Dank nicht geblitzt. Ja. Da ruft er die Ghule zurück. Sehr schön.
Eigentlich nicht schön, die hätten ruhig hier unten stehen bleiben können. Okay, und ich bin wieder dran. So, dann erstmal hier den Werwolf hauen. Ratch. Der hat leider auch Blocken. Aber wir können ihn zumindest vom Ball wegschieben. So. Der Beru könnte den Ghoul blitzen. Bringt mir das irgendwas? Ich glaube erstmal nicht. Ich glaube, ich noch erstmal hier dem Zun-Block auf den Ghoul. Sehr gut, der kann das nämlich auch. Sehr schön. So, jetzt müssten wir den wegkriegen. Ein Blitz mit dem Cartman auf den Zombie. Achtung, der hat Cartman ist noch nicht ausgebildet und der Zombie hat Tackle und Blocken. Na gut, aber wir können ihn trotzdem wegschieben. So, dann stehen wir mal mit dem Beru auf und laufen einfach mal Richtung Werwolf schon mal. So, und dann hat der Max Monster die Möglichkeit, den Ball aufzunehmen oder der Mischka. Mischka könnte natürlich auch mit seinem Knochenbrecher-Zeugs hier nochmal den Werwolf blitzen. Ah ne, wir haben schon einmal geblitzt. Ich glaube, ich würde versuchen, mit dem Max Monster den Ball erstmal aufzunehmen. Sehr gut, ja. So, dann gehen wir nochmal ein Feld weiter zurück und den Mischka setzen wir neben den Ghoul. Der steht nämlich gleich bestimmt wieder auf und macht Rabatz. So, und hier den Werwolf müssen wir auch nochmal einmal hier aufs Latschen hauen. Schade, nicht vom Feld. Und dann haben wir noch ein paar Einser-Blocks gegen die Fleischgolems. Aber Engai und Umbran sind leider nicht die Besten in Leute umhauen. Ist nicht... Gucken, ob der Cartman das besser kann hier. Aber der muss auch halt erst aufsteigen. Zumindest haben wir jetzt mal den Ball, das ist schon mal gut. Die Möglichkeiten jetzt einen Blitz anzubringen, steigen auch nicht besonders. Jetzt nur noch jetzt die drei. Der ist ausgewichen. War risky. Und ein Zombie gegen Chaoskrieger und... Aha. So, der Ballträger ist jetzt von zwei Leuten umzingelt. Aber der Cartman haut einen davon jetzt schon mal weg. Ah, okay, doch nicht. Schade. So, dann... haben wir hier den Werwolf, der wird gehauen. Weg mit dir. So, jetzt ist der Ballträger frei. Hinaus mit uns. Lalalalalala, laufen wir Richtung Touchdown. So. Aber hier rüber. Aufstehen. Und jetzt wird hier der Werwolf einmal kurz gehauen. Der hat leider auch Blocken. Nee. Ja, Mischka hier gegen drei Leute. Das ist nicht so cool. Hauen wir mal den Fleischgolem hier. So, und einen Blitz haben wir noch. Wen blitzen wir? Wer kann am gefährlichsten werden? Der hier kommt an den dran. Allerdings muss er dafür hier durch Tackle-Zonen durchlaufen. Was den Ghoulen jetzt relativ egal ist eigentlich. Der kommt auch an den dran. Der kommt erst recht an den dran. Der ist, glaube ich, der gefährlichste, weil der den aus dem Feld schubsen kann. Das heißt, der Beru haut den jetzt mal um hier. So, perfekt. Zack. Und dann Beru bitte wieder zurück. Mit Go for it, bitte, damit er die Lücke schließt. Ja, so mag ich das doch. Alles klar. So. Ja, die sind alle zu stark hier für den Mischka. Vielleicht kann er hier ein Doppel... Hier mache ich mal einen Doppelblock. Kein Wiederholungswurf und schiebt den mal neben den Chaoskrieger. So, jetzt habe ich wenigstens nur zwei Leute gegen mich. Und perfekt. Das Ausweichen gegen den... ist das der Umbran? Ja, nee, ist der Engai. Nicht geklappt. Das heißt, unser Touchdown ist relativ sicher. So, aber was machen wir? Wir könnten auch noch versuchen, mit dem Cartman den Touchdown zu machen. Weil der braucht dringend Starspielerpunkte. Und ich glaube, das versuche ich jetzt auch mal.
Ich weiß, ich bin wieder gierig. So, dann setzen wir uns hier wieder an den Werwolf, damit der nicht so einfach ausweichen kann. Bon, und der ist umgehauen. So, Beru, komm mal hier und hau mal den Werwolf platt. Na, schieben. Schieben. Nicht so perfekt, Beru. Das hast du schon mal besser gemacht. Das hast du schon mal besser gemacht. So, du gehst hier und blockst mal. Immer ein Feld weiter weg vom Ballträger ist gut. Hier haben wir noch einen. Der kann hier noch einmal absichern. So, und jetzt das... Der Pass, komm, komm, komm. Jawoll. Sehr gut, das gibt nämlich auch einen Startspielerpunkt für den guten Max Monster. Ich wusste gar nicht, dass er so gut Bälle schmeißen kann. So, und dafür ist unsere Runde auch beendet. Hier ist eigentlich jetzt so groß nichts mehr gefährlich. Mit sehr, sehr viel Glück kommt er noch an den Ball dran. Aber auch nur mit Negativblocks. Das heißt, das ist, glaube ich, nicht so unwahrscheinlich, dass wir jetzt gleich scoren. Ja, das ist alles risky, was er hier gemacht hat. So. Wir hauen dann mal zu. Und zwar mit dem Beru hier den Werwolf. Geil, komm, Beru, kannst das besser. Hau den aus den Latschen. Oh, nee. Oh. Tja, das war ein Epic Fail. Gott sei Dank haben wir noch zwei Runden, um den Touchdown zu machen. Jetzt sieht es gar nicht so, wenn der hier rumkommt, wird es, glaube ich, gefährlich. Aber der haut hier erstmal den Ratch. Oh. Der war schlecht, Beru. Das war echt schlecht. Der Fleischgolem ist fast am Ball. Und jetzt kommt der Blitz. Gegen. Ach, komm. Das war nix. So. Gehen wir das Risiko ein, um noch irgendwo einen Block anzubringen. Haben wir irgendwo noch einen Knochenbrecher frei? Hier. Ja, komm, das Risiko gehe ich nochmal ein. Beide haben Blocken. Kein Risiko. Kein Risiko. Ist der auch? Ne, der hat keinen... So, ich mache einfach jetzt mit Cartman einen Touchdown. Cartman, du hast einen Touchdown gemacht. Die Nummer 13. Die Glückszahl für den Cartman. Ja. Und hier unser Cheerleader. Wenn ihr im Nerdpool den Thread gelesen habt, dann wisst ihr auch, wer das ist. Die weiblichen Kurven täuschen ein bisschen. Jo. So. Und ich bleibe jetzt hier mal bei der offensiven Aufstellung, auch wenn der Gegner noch ein... noch eine Runde hat hier. Mit einem Blitz hätte ich ja vielleicht sogar noch einen Touchdown machen können. Also mit diesem Kickoff-Ergebnis, aber das wird wohl nichts. So, jetzt hoffe ich nur, dass unsere drei Chaoskrieger hier alles aushalten, was jetzt gleich gegen sie gehauen wird. So, Enger ist schon mal ausgehalten. Ein Einser-Block auch, das ist ziemlich krass. Umran hat es auch ausgehalten. So, und Cartman wird jetzt nicht niedergehauen, bitte. Einserblock gegen den. Sicher? Weil der Gegner spielt ziemlich risky. Ah, okay, wird umgehauen. Aber nichts passiert. Wir haben sogar noch eine Runde danach. Können wir mal versuchen, noch ein bisschen Schaden zu machen hier. Stehen wir auf. So, du gehst hier rein.
Ah, die haben leider beide Blocken. Haben wir hier noch einen mit Knochenbrecher? Haben wir leider nicht. Und noch einmal gegen den. Hier den Beanie. Den können wir mal unterstützen. So, jetzt haben wir ihn um. Zack. So. Okay, dann gegen den Fleischgolem, Miro. Komm, du schaffst das. Stand fest, ja. Okay. Okay, Rundenende. 1-0 Führung zur Halbzeit. Immer gut in Blackpool. So, da sind wir wieder. So, der Mischka, der könnte einen umhauen. Haben wir irgendwen hier zu? Komm, zu machen wir zum Ballträger hier. So, Beanie auf keinen Fall Ballträger. So, hier haben wir noch ein paar Leute, die nach vorne können. Max Monster. Hier jetzt Unterstützung noch nach vorne und den guten Bero nach außen. Gut. Hier haben wir den Werwolf auf der Seite, da haben wir den... Okay, alles klar. Einfach auf die Seite drüber, wo weniger Fleischgolems sind. Die sind nämlich nervig. So, alle Spieler dürfen sich im Einfeld bewegen. Das ist super. Näher an den Gegner ran. Zap. 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 Wo kommt der Ball hin? Ach da. Okay. Auf dir lasst ziemlich viel Verantwortung hier unten zu. Ja, 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 ja. So. An dieser Stelle möchten wir mal dem Nekromantenrundfunk unseren Dank aussprechen. Ohne sie hätten niemals so viele Nekromanten zu diesem Sport gefunden. Das ist Bauching. Blood Bowl wäre ohne die heulenden Werwölfe, Fleischgolems und ihre Ersatzliefers meine ganze Ecke langweilig. Jau! Ich griff im 91er Finale gegen Heikland auseinandergenommen habe. Oh ja, du hast ihm die Kniescheibe zertrümmert. Das sind 2 Starspielerpunkte für den Umbreon. Du kannst es doch, Junge, du kannst es doch. Warum nicht gleich so? So. Komm, Bero. Der ist heute wieder nicht gut drauf, der Bero. Der ist nicht gut drauf. Nicht gut drauf. So, wir stellen dann aber mal den Cartman schon mal hier in Position, um den Ball zu holen. So, und zu, komm. Sehr schön. Hat er den Ball? Wir nehmen keine Go-For-Its. Müssen halt nächste Runde machen, da hinten den Ball nach vorne bringen. Da kommen sie jetzt alle um die Ecke. Das heißt, es ist jetzt gut Druck auf den Ball führen. Aber was heißt gut Druck? Also, ja, sie kommen dran. Ich muss den Ball gleich möglichst schnell hier nach vorne bekommen. Und hoffen, dass hier nicht so viel umgehauen wird. Ja. Das ist schon mal schlecht, weil er jetzt am Ende steht. Ah, aber gut, der Fleischgolem hat hier gegen den Engai versagt. Das heißt, wir können hier mit Max Monster den Werwolf hauen. Jawoll! Weg mit dem Werwolf. Leider Regenerationswurf geschafft. Auch nur noch 3. Wir haben hier bald Aufstiege. So. Jetzt müssen wir den hier mal retten, bevor wir hier mit dem Ball nach vorne können. Wie machen wir das am geschicktesten? Hier der Plastiklöffel könnte hier einmal blitzen. Ja, leider nur mit Ausweichen. So, zack. So, und jetzt kann ich hier gegen den vorgehen. Zap. Okay. Sieht nicht so aus, wie ich das gerne hätte, ehrlich gesagt.
Aber es gibt Schlimmeres. So, hier oben den Zombie können wir noch weghauen. Hier kriegen wir natürlich das richtige Ergebnis. So, zack. So, und der Umbron ist jetzt frei. Das heißt, der kann auch nach vorne. Aber ich könnte auch zur Sicherheit hier mal den Ghoul ein bisschen unter Druck setzen. So, und wir laufen nicht nach da, wir laufen nach da. Das ist, glaube ich, ein bisschen geschickter. Und passen auf Cartman. Komm, der passt. Und perfekt. Super gemacht. So. So. Ja, dann haben wir den noch einen zur Seite. So, hier ist es schon relativ. Also die könnten durchkommen gegen den Cartman. Allerdings ist dann der Bero schön in Blitzposition. Also das können wir mal so stehen lassen. Gucken wir mal, was der Gegner draus macht. Also die auch drei starke Spieler hier gegen unsere. Ja, der Ghoul wehrt sich. Okay, jetzt haben wir schon mal die Seite hier. Ja, die Seite frei, aber der läuft nicht durch. Der andere Ghoul. Ja, inzwischen haben wir Blocken auf allem, das ist gut. Okay. Zu. Muss den jetzt hier umhauen. Ja, perfekt. Und sogar aus dem Spiel gehauen. Sehr schön. Dann. Komm, Bero. Einmal auf mich hören. Ja, sicher gut. Perfekt. Und aus dem Spiel bitte. Ah, schade. Aber zumindest für eine Runde gestunt. So, hier mal ein Zweierblock. So. Mit dem Aufstehen ist natürlich jetzt ein Risiko. Dass ich erstmal nicht eingehen werde. Erstmal gucken, ob wir hier den Zombie wieder umhauen. Zwei Blocks mal gegen den. Kann gut gehen. So. Dann gehen wir mit ihm hier hin. So. Ein bisschen vorbereiten hier. Karten wir ein bisschen nach vorne ziehen. Den Fleischkohle wieder umhauen. So, den lasse ich jetzt liegen. Das ist mir zu risky, den jetzt hier aufstehen zu lassen, den Ratch. Weil er wird nachher aus dem Spielfeld gekippt. So. Sieht gut aus. Cartman auf dem Weg zum Touchdown. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So. Den hauen wir jetzt mal um. Nach da. Bo. So, das heißt, wir können jetzt den von hier aus aus dem Feld schieben, wenn wir das denn wollten. Hier haben wir nicht so gute Ergebnisse. Komm, hau ihn um. Jawohl. Ein bisschen wieder nach da. So. Komm, Plastiklöffel, schieb den mal aus dem Feld. Nervt hier. Weg mit dir. So, und den Ghoul müssen wir uns natürlich auch noch beschäftigen hier. So, Cartman weiter Richtung Touchdown. Beru vor den Werwolf. So, hier muss noch der Zu einmal den aufhalten. Bang. So, und dann war's das eigentlich auch schon für diese Runde. Sieht gut aus für unseren Touchdown.
damit auch für den Aufstieg vom Cartman. Ghoul weicht aus. So, Beru. Wiederholungsruf. Ach nee. Ach Mann, jetzt braucht man den. Braucht man den mal. Und dann. Aber in diesem Spiel ist er eh ein bisschen nicht so ganz bei sich. So, du kümmerst dich hier um den. So. Der Werwolf. Die Frage ist jetzt halt, ob ich noch einen Zug warte mit dem Touchdown. Das bietet sich, glaube ich, auch an. So. So. Wie weit kommt der? Und er kommt nicht besonders weit. Das heißt, wir laufen einfach mal hier vor die Runde. Oh, und jetzt sind sie wieder alle total laut hier. Ei, der Engel wird jetzt gefällt. Ah, gibt Schlimmeres. Das nervt so ein bisschen im Spiel, dass die Fans immer lauter werden, wenn man dann hinten an der Touchdown-Zone steht und auch das dann nicht mehr abebbt. So, der Ghoul muss ja jetzt wirklich mal hier dran glauben. Da habe ich jetzt so viele Blocks gegen. Das muss doch mal klappen. Immer nur schieben. Komm, Beru. Ey, bist du denn das... Fürchterlich. Fürchterlich. Der Beru ist einfach nicht in Form. Dann machen wir es halt so. Und es klappt auch nicht. Das ist so eine krasse Sache. Je. Na komm, ich bleib liegen und wir machen den Touchdown. So. Dann machen wir hier wieder unsere typische Aufstellung. Und annehmen. Gegner hatten noch einen Fleischgolem, weil der andere ist ja aus dem Spiel befördert worden. Perfekte Abwehr. Ja, dann ziehen wir hier doch nochmal Leute nach vorne. So, das ist der Beanie müsste jetzt irgendwie nach vorne hier. Zack. So. Ansonsten bin ich eigentlich... vielleicht den noch nach da. Eher so rum. Okay, weil der Bero ist... Naja, gut. Der macht ja in diesem Spiel eh fast nichts, was ich von ihm verlange. Sehr schön. Weg mit dem Werwolf. Das heißt, wir haben jetzt den Ball schon wieder. Sehr, sehr gut. So. Das gibt jetzt hier Knochenbrecher. Gegen ist das? Das ist nur ein Ausweichen-Ghoul. Wir hauen den weg. Beru macht schon wieder nicht das, was er soll. Also langsam, aber sicher geht mir das auf den Sack. So, hier der Engel nimmt sich jetzt mal den Ball. So, ja, überleben. Zwei Runden.
Komm. No risk, no fun. So, da einmal neben den Zombie. Hier daneben. Und der zu. Versucht den Ghoul zu stoppen. Hier haben wir noch einen Block gegen den Zombie. Bam. So. So, mit ein bisschen Glück haben wir noch einen dritten Touchdown. Enger ist auch ein relativ guter Werfer. Merkt man zwar sonst nie, aber ihr erinnert euch an den ersten Spieleraufstieg mit der Geschicklichkeit. Also Leute, wenn ihr Chaoskrieger Geschicklichkeit gebt auf dem ersten Skill, also ich weiß nicht. Aua! Der arme Max Monster. Gott sei Dank ist mir nichts weiter passiert. Oh, und? Wer ist das da? Wer hat gerade... Der Umbreon hat Punkte bekommen. Sehr schön. Na, das freut einen doch direkt. So, einmal hier ein Einser. So, jetzt zweimal Leute, die ihn abfangen können, den Ball. Wenn ich einen zur Seite gehe, ist es nur noch einer, ne? Ja, und der steht in zwei Tackle-Zonen. Das müsste schon mit dem Teufel zugehen, komm. Jawohl. So, und dann ist das jetzt hoffentlich der Touchdown für den Illoridas. Jawohl. Touchdown! Läuft! So. Dann werden wir jetzt unsere Leute mal ein bisschen zurückziehen hier. Umbreon und Cartman bleiben vorne stehen. Beanie wieder an die Line. Da ist er halt für da. Und den Cartman lasse ich auch mal hinten. Damit ich seinen Aufstieg mal schützen. Und der Bero, der hat sich verdient, heute mal jetzt an die Line nach vorne zu gehen. Wenn er umgehauen wird, in diesem Spiel hat er es verdient. So. Die Spieler sind bereit. Perfekte Verteidigung. Kommen, setzen wir den Bero gegen den Starken. Das sind merkwürdige Aktionen, die der Typ hier macht. Aber gut. Komm, das Spiel ist vorbei hier. Kannst eh nichts mehr machen. Einmal noch den Umbreon umhauen. So, wenn er jetzt noch will, kann er den Bero auch nochmal hauen. Allerdings mit einem Block als Minus. Ja. Komm, mach hin jetzt hier, das Spiel ist vorbei. Jawohl. 3-0, Leute. Läuft! Yippie, entladen. Und wir haben auf jeden Fall einen Aufstieg. Haben auch relativ viel Geld eingenommen. Und wer ist MVP? Der Umbreon ist ein Fehlhaster, hat damit auch einen Aufstieg bekommen. Sehr gut. Zwei verletzt in diesem Spiel. Versucht es mir zu zeigen, dass er blocken kann. Und wir haben die Trophäe gewonnen. Sehr, sehr schön. Wir haben den besten Werfer in unserem Team, den Mischka. Merkwürdigerweise ist er der beste Werfer. Okay. Und der gewalttätigste Spieler ist natürlich auch Mischka. 23 Touchdowns in dieser Saison von uns. Viele Pässe geworfen.
Einnahmen haben wir auch, Zuschauerzahlen sind auch gut bei uns. Perfekt. So. Nehmen wir auch am nächsten Wettbewerb teil. Und einige Spieler können aufsteigen. So, der Umbreon kann aufsteigen. Was geben wir ihm denn? Oh, er kriegt nur ganz normaler Aufstieg. Das heißt, er wird Knochenbrecher erhalten. Genau. Und hier unten eine Cartman. Ja, blocken. Okay, und das war's auch schon wieder für diese Folge. Wir können uns noch einen Wiederholungswurf leisten hier, glaube ich. Zack. So. Und dann war's das wirklich für diese Folge. Und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal schon bei Blood Bowl 2. Bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss. Yeah.